Wir sind ein sehr familiäres Weingut. Das heißt, es wäre immer super, wenn man sich voranmeldet und quasi in kleinen Gruppen, 10 bis 20 Leuten, kommt. Bei uns ist natürlich auch so, Maskenpflicht ist ein Thema. Das heißt, wenn du reinkommst bei uns, bis zum Platz sollte die Maske getragen werden. Wir versuchen, so viel wie möglich Outdoor zu verlagern. Wir haben eine schöne Terrasse mit Blick in das Weinviertel. Das heißt, Verkostungen finden, soweit es geht, mit dem Wetter Outdoor statt. Da wir eben kleine Gruppen zu uns einladen und die sich alle kennen, ist es ein bisschen weniger streng wie in der Gastronomie. Kellergassenfeste bei uns in der Gegend sind üblicherweise Outdoor. Deswegen finden sie statt, natürlich in sehr kleinen Rahmen und mit quasi Contract Tracing Formularen, die man ausfüllt vorher. Wir hatten nur eine Woche üblicherweise offener Keller, und damit sich das ein bisschen aufteilt und quasi die Leute nicht alle auf einmal kommen, haben wir 2 Wochen geöffnet. Das war unser Corona quasi Add-on. Wir haben halt versucht, so gut wie möglich unsere Terrasse zu nutzen, Leute einzuladen zu Barbecues und Verkostungen, Outdoor. Das hatten wir früher nicht so oft gemacht.